Herzlich willkommen hier an der Falkenstraße. Mein Name ist Oskar Jenny. Ich leite die Akademie für das Kind. Die Akademie ist eines von drei Säulen dieser Stiftung, die Monika Gideon vor 5 oder 6 Jahren gegründet hat. Wir haben ja auch ein Beratungszentrum und eine Schule. Und wir richten eben Kosmos Kind aus. Wir kommen jetzt zum kindlichen Spiel und zum Begleiten von Spiel und was sinnvoll ist, das ist nicht eine ganz einfache Frage. Sie werden das sehen. Ich baue das etwas auf in diesen 50 Minuten. Und wir haben natürlich dann am Schluss auch noch Zeit für Fragen. Und ich zeige Ihnen eine Videosequenz aus den Lerngelegenheiten für Kinder bis 4. Steil und rutschig ist der Schneeberg im Garten der Kita. Da will Meret unbedingt hochkommen. Aber allein? Nein, allein geht das noch nicht. Die Erzieherin steht Meret bei. Mit Ruhe und Aufmerksamkeit. Und mit einer Hand und einem Knie. Das ist gerade so viel, wie die kleine Gipfelstürmerin braucht. Wow, super! Und sie zeigt Meret ihre Freude. Oh, wow, bravo! Nochmal! Nochmal! Nochmals, sagt Meret. Nochmals. Was für ein Zeichen der Ermutigung. Kannst du auch mal noch ein Engelchen machen, Tonja, bis Meret oben ist. Ja, weil die Kinder vielleicht noch frischer Schnee. Wow, was machst du? Bravo! Wenn es um Hilfe geht, heißt die Zauberformel so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das macht Kinder selbstständig und mutig. Es lohnt sich, diese Videos mal anzuschauen von Lerngelegenheiten bis 4, sind wirklich unglaublich schön gemacht. Die findet man auf dem Netz, die kann man herunterladen. Das ist wirklich eine große Ressource, die man da findet. Aber ist das jetzt Spiel, was da passiert ist? Und ich meine, wenn wir jetzt über Spielen sprechen, dann braucht es eine Einordnung. Zum Ersten, warum spielen Kinder und was ist letztlich Spiel? Welche Formen des Spieles gibt es? Wie teilen wir Spiel ein? Ist jedes Spiel gleich oder gibt es verschiedene Elemente? Was sind letztlich Merkmale des Spiels? Dann, was möchte ich in diesen Begriff Spielbereitschaft einführen? Ein Begriff, den Corinna Wussmann und Patricia Lannen eingeführt haben von der PHZ und vom MMI. Und dann natürlich auch ganz am Schluss dazu kommen, was bedeutet dann das jetzt für uns Erwachsene, seien wir Eltern oder auch Bezugspersonen. Nun, warum spielen Kinder? Das ist natürlich eine große Frage. Das ist auch eine schwierige Frage. Die ist nicht gänzlich gelöst.
Aber was wir wissen ist, dass Kinder in allen Kulturen spielen. Sie können auf den afrikanischen Kontinent gehen und da Kinder spielen sehen mit ihren eigenen kulturspezifischen Spielsachen. Oder es gibt auch Äffchen, hier diese Velvet Monkeys, die auch spielen, die hier spielen mit Auto oder Puppen sehr früh. Also Spielen scheint offensichtlich eine wichtige Funktion zu haben, weil man sie bei allen Kindern sieht und auch im Tierreich sieht. Es gibt noch eine andere, nicht nur die evolutionsbiologische Perspektive auf das Spiel, sondern es gibt auch die hirnphysiologische Perspektive auf das Spiel. Und ich möchte hier ein Beispiel machen mit dem Schlaf. Wir kennen dieses Konzept vom Schlafdruck. Je länger wir wach sind, desto höher wird unser Druck zu schlafen. Sie sind jetzt alle schon etwas müde, weil sie waren den ganzen Tag wach und der Schlafdruck ist angestiegen. Und dann schlafen sie und am Morgen sind sie eigentlich wieder fit, weil sie die ganze Nacht geschlafen haben. Man nennt das Schlafhomöostase. Wenn Sie jetzt heute Nacht erst um 2 ins Bett gehen würden, dann würden Sie viel stärker, viel mehr schlafen. Dieses Konzept, das kann man eigentlich auch beim Spiel anwenden. Wenn Kindern vorübergehend die Spielmöglichkeit entzogen wird, dann steigt der, ich sage dem jetzt nicht Schlafdruck, sondern der Spieldruck. Das heißt, das Bedürfnis der Kinder, dass sie dann spielen. Sie spielen dann auch intensiver und länger nachher. Das wäre dann nicht die Schlafhomöostase, sondern die Spielhomöostase. Nun, man konnte das, die Schlafhomöostase, die ist sehr etabliert. Ich habe vor 20 Jahren viel über den Schlaf geforscht und habe da dieses Modell auch mitgeprägt. Das ist etwas heute Etabliertes. Aber man hat auch diese Spielhomöostase beschrieben. Und ich führe Sie durch dieses Dia. Was Sie sehen, ist auf der linken Seite das Bewegungsspiel. Und was man gemacht hat, ist, die Kindergartenkinder, 2. Klasse und 4. Klasse, man hat einfach geschaut, wenn man, je länger man Schule gibt, sozusagen, wenn man blau eine Stunde Schule gibt, oder grün 1,5 Stunden Schule gibt, bis die Pause kommt. Wenn man also etwas Spieltrieb entzieht, indem einfach länger Schule gemacht wird, dann sehen Sie grün bei einem langen Spielentzug, spielen die Kinder intensiver im Bewegungsspiel. In der 2. Klasse, im Kindergarten, in der 2. Klasse. Gut, in der 4. Klasse dreht das. Sie sehen, der blaue Balken, der ist höher. Offensichtlich ist dieser Spieltrieb vielleicht bei den, oder dieser Bewegungstrieb bei den Viertklässlern vielleicht bereits etwas weniger stark wie bei den Kindergärtnern und bei den Zweitklässlern. Aber je länger die Schulzeit geht, desto mehr spielen sie nachher, als wenn die Schulzeit letztlich kürzer geht. Und auf der linken Seite, auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen, das soziale Spiel, auch da ein kurzer Spielentzug, eben nur kurz, 1 Stunde Schule versus längerer Spielentzug, 1,5 Stunden Schule, führt dazu, dass die grünen Balken eben alle hoch sind. Die Kinder spielen nachher mehr, verstärkt soziales Spiel. Also Spieldruck entsteht, wenn man dem Kind das Spielen zieht. Offensichtlich ist das eben eine biologische Regulation, das Spiel offensichtlich etwas sehr Wichtiges ist. Also Spiel ist etwas Universales, gibt es auf allen Kontinenten, spielt für das Leben eines Kindes eine zentrale Rolle. Und Kinder spielen eigentlich nur, wenn sie wach sind. Was machen sie denn letztlich anderes? Eine der großen Fragen natürlich ist, ja nun ist das Spiel tatsächlich wichtig für die Entwicklung des Kindes? Ist das Spiel der Motor der kindlichen Entwicklung? Sie mögen sagen, ja klar, Spiel, im Spiel entwickeln sich Kinder. Das Spiel ist Motor der Entwicklung. Nun, so einfach ist das nicht, weil es
nicht so viel Forschung darüber gibt, wie wirklich das Spiel Entwicklung beeinflusst. Es gibt schon Ideen, theoretische. Sie sehen ganz zu oberst ein Szenario, das Lev Vygotsky ist, ein bekannter Entwicklungspsychologe aus Russland, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts beschrieben hat, nämlich, dass Entwicklung ein Produkt des Spieles ist. Das Spiel ist also die Ursache für die Entwicklung. Ohne Spiel keine Entwicklung. Man kann sagen, okay, das ist schon recht radikal, oder? Das zweite Szenario ist, ja gut, es gibt beides, beeinflusst sich gegenseitig. Die Kinder entwickeln sich im Spiel. Die Kinder, Spiel ist ein Faktor, der wichtig ist. Aber es gibt noch andere Faktoren, die für die Entwicklung wichtig sind. Oder Piaget, der das dritte Szenario beschrieben hat. Kinder entwickeln sich durch Interaktion, auch durch biologische Entwicklung. Und das Spiel ist sozusagen der Ausdruck der Entwicklung. Es ist der Spiegel der kindlichen Entwicklung. Nun, es ist bis heute nicht ganz klar, welches dieser Szenarien wirklich wahr ist. Wahrheit ist in der Wissenschaft etwas nicht Absolutes. Wahrscheinlich ist die Wahrheit, gibt es die Wahrheit auf allen drei Szenarien. Also warum spielen Kinder? Aber ich komme nochmals zurück zum Spiel. Wenn wir diesen Begriff brauchen, dann fragt sich eben schon, was Spiel ist. Was wir heute sagen können, ist, es gibt ganz viele verschiedene Formen des Spiels. Und etwas Typisches ist ja, dass das Spiel, das Verhalten des Kindes, das als Spiel bezeichnet wird, gewisse gemeinsame Merkmale hat. Nun, also es gibt verschiedene Formen. Ich zeige Ihnen, es gibt zwei große Gruppen von Formen von Spiel. Auf der einen Seite das freie Spiel, in Englisch nennt man das Play. Und es gibt das Regelspiel, Englisch das Game. Beim freien Spiel gibt es kein bestimmtes Ziel, es gibt keine Regeln. Es ist meist unstrukturiert, entsteht spontan. Es wird bevorzugt in der frühen und mittleren Kindheit, weniger in der Adoleszenz und seltener im Erwachsenenalter gespielt. Wahrscheinlich sind die freien Spielformen auch die einfacheren. Und im Verlauf der Entwicklung spielt das Regelspiel, wenn die Kinder älter werden, immer wichtiger. Beim Regelspiel gibt es ein definiertes Ziel. Viele Punkte machen, viele Tore schießen. Es gibt klare Regeln, es gibt Wettbewerb. Ein Regelspiel kann verbessert werden mit Übung, mit Training und es beginnt so mittleres Kindesalter, letztlich bis ins Erwachsenenalter. Regelspiele sind normalerweise viel komplexere Spiele als diejenigen Spiele, die wir im frühen Kindesalter oder im mittleren Kindesalter eben als freies Spiel bezeichnen. Nun, ich komme zuerst zum freien Spiel. Was sind dann die Merkmale des freien Spiels? Es gibt vier Elemente, wann freies Spiel eben als Spiel gilt. Das Kind muss Emotionen haben, positive Emotionen, es muss Freude machen, spielen. Das Kind tut so, als ob es spielt nicht eine reale Aktivität, sondern es spielt etwas, was es gesehen hat, was es erfindet, zeigt damit Spontanität, auch Flexibilität, ein wichtiger drittes Merkmal. Und dann natürlich auch, dass das Kind eben eigenaktiv spielt und dass das Spiel eben Selbstzweck ist, dass es nicht einem spezifischen Zweck folgt. Das sind unsere vier Gruppen, wie Spiel definiert wird. Die Frage ist jetzt, ja, wie sehen dann eigentlich die Kinder, was Spiel ist? Wie definieren Kinder, was Spiel ist? Und im Projekt von Corinna Wussmann und Patricia Lannen im Projekt Playful
gab es eine interessante Masterarbeit, wo man 292 Kinder im Alter zwischen 4,5 und 8,5 haben sie befragt. Was ist für dich Spiel? Die Kinder haben drei Gruppen genannt. Erstens, es ist Kindersache. Zweitens, es hat etwas zu tun mit sozialer Interaktion. Und drittens, es hat einen Bezug zu etwas, sprich zu einem Spielzeug. Zum Beispiel, das haben sie gesagt, die Kindersache. Ganz viele Kinder haben gesagt, ja, Spielen ist etwas, was Kinder machen. Spielen ist eigentlich das, was Kinder machen dürfen. Oder also Spielen, ist eigentlich für uns Kinder. Spielen ist etwas, was Kinder machen. Das ist die Sicht der Kinder. Oder zweitens, soziale Interaktion. Wenn man mit anderen Kindern zusammen isst und spielt. Spielen ist etwas, wo alle Kinder miteinander spielen, ist einfach mit Kollegen etwas bauen. Also die sozialen Interaktionen, die für die Kinder eben dann Spielen sind. Und drittens, der Objektbezug. Spielen ist eben die Spielsachen, mit denen man bauen kann oder herumfahren kann. Also Spielen ist wie Turnen, einfach mit Spielsachen. Spielen ist so mit Spielsachen, welche man kaufen kann und so weiter. Also das ist die Sicht der Kinder. Die Kinder sehen Spielen als Kindersache, soziale Interaktion als Objektbezug. Nun, ich zeige Ihnen einige Formen von Spiel, zuerst von freiem Spiel. Das klassisch, das Erkunden, das machen die ganz kleinen Säuglinge. Sie nehmen Gegenstände in den Mund, sie betasten Gegenstände und betrachten Gegenstände und lernen auf diese Weise die physikalischen Eigenschaften der Umwelt. Oder sie spielen mit Objekten, sie bauen einen Turm oder bauen einen Zug. Ich zeige das Ihnen jetzt in einigen Folien, einigen Videosequenzen zwischen 12 und 24 Monaten, was die Kinder machen und spielen. Das ist ein relativ altes Video, das ist ein Video, das Remo Largo gemacht hat, so in den Mitte 90er Jahre. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil es auch sehr lehrreich ist, was man hier sieht. Was macht Katja im Alter von 12 Monaten? Sie füllt die Kügelchen ein. Nicht alle Kinder sind in diesem Alter so geschickt wie Katja. Es ist häufig eine motorische Unreife, wie bei Simon, die dem Kind Mühe macht. Je nach Temperament geht es mit seiner Frustration unterschiedlich um. Simon weicht in ein anderes Spiel aus. Pascal möchte die Kügelchen nicht nur einfüllen, sondern auch wieder herauskriegen. Dazu schüttelt er das Fläschchen heftig. Ein charakteristisches Verhalten in diesem Alter. Wie man das Kügelchen herausbekommt, ist ihm noch ein Rätsel. Dass er das Fläschchen nur zufällig kippt, zeigt sein überraschter Gesichtsausdruck. Martina ist 18 Monate alt. Das Turmbauen macht ihr sichtlich Spaß. Gut. Ja, probieren wir mal. Gut. Dass der Turmbau ihrem Entwicklungsstand entspricht, zeigt ihr eifriges und lustvolles Spiel. Martina soll nun einen Zug bauen. Tut, 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 tut,
Mach du mal ein Zügli da. Mach du mal ein Zügli. Schau, so eins. Mach so eins. Probier mal, ja. Martina baut ein Türmchen und schiebt es herum. Und jetzt noch mehr. Schau mal, so ein langes. So eins. Sie kann die Würfel noch nicht aneinander rein. Jawohl. Da hilft auch kein Insistieren. Der Untersucher fordert sie ein weiteres Mal auf, einen Zug zu bauen. Okay, jetzt da machen wir das Zügli. Was ihr endgültig die Spiellaune verdirbt. Sonja ist 24 Monate alt. Sie scheint vom Zug, welchen ihr der Untersucher vorbaut, wenig begeistert zu sein. Du darfst auch mal einen Zug machen, wenn du möchtest. Gut, ja. Hey, du machst den schön. Sie reiht aber die Würfel sogleich aneinander. Jetzt ist Chemie bauen. Alter, jetzt kannst du einen längeren Zug machen. Der Vater und der Untersucher fordern sie nun wiederholt auf, dem Zug einen Schornstein aufzusetzen. Gut. Machst du auch noch ein Chemie? Gut, kannst du noch ein Chemie machen. Chemie machst du auch? Mach ein Chemie noch, eins. Das Chemie bauen noch. Eins wegnehmen und das Chemie bauen. Schau. Zwei willst du wegnehmen. Alle willst du wegnehmen. Sonja versucht, der Aufforderung irgendwie nachzukommen. Da ist das Chemie oben drauf, siehst du? Tschut, tschut, fahren mit dem Zug. Gut, gut. Gut. Nun weiß sie nicht mehr weiter. Papi, einen Zug machen. Der Vater baut ihr ein letztes Mal den Zug vor. Papi baut da hinten einen Zug, da geht es so. Und dann macht er da das Chemie. Das ist ein Zug. Jetzt macht Sonja noch einen Zug da vorne. Auch das Chemie drauf bauen. Nein, vorne drauf. Ja, aufs Rote nur. Aufs Rote nur stehen. Also man schafft das nicht, den beiden Kindern das beizubringen, wenn sie in, bezüglich ihrem Entwicklungsstand eben noch nicht so weit sind, dann bringt auch von außen her Förderung eben nichts. Man schafft es nicht, man provoziert eher noch Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensbesonderheiten, oder? Dass sie das eben wirklich nicht mögen. Dieses Spiel mit Objekten, das hat so einen stadienmäßigen Ablauf, oder? Zuerst füllen die Kinder Behälter und dann den Turm und dann den Zug und dann machen sie die Brücke, also zuerst vertikal, dann horizontal und dann zweidimensional. Eben, sie machen zeigen zuerst dieses Inhalt-Behälter-Spiel, etwas sehr Klassisches, oder? Dass die kleinen Säuglinge im Alter von 12 Monaten beginnen, die Kästen auszuräumen und dann eben zuerst nicht wieder einräumen, sondern immer wieder ausräumen, ein Ärgernis, durchaus gelegentlich. Man muss sich aber bewusst sein, dass eben die Kinder das machen als intrinsische Entwicklungsschritte. Wir Kinderärztinnen und Kinderärzte, wir brauchen dieses Spiel mit Objekten als Entwicklungsstand-Monitoring, als Entwicklungsstand-Bestimmung. Ich zeige Ihnen hier ein 25 Monate altes Kind. Schauen Sie, was dieses Kind macht. Wir brauchen bei uns am KISPI die Zürcher Spielentwicklung unter anderem, wo wir mit verschiedenen, ganz verschiedenen Elementen und Spielsachen eben die Spielentwicklung bestimmen. Man kann den Entwicklungsstand, den kognitiven Entwicklungsstand eines Kindes mit diesen Instrumenten bestimmen. Diese beiden Beispiele zeigen, dass es wichtig ist, dass man in der sogenannten Zone der proximalen Entwicklung fördert. Vygotsky, und den haben Sie vorhin gesehen auf dem Bild, der russische Entwicklungspsychologe, der hat beschrieben, dass Förderung genau in einer relativ engen Zone wirksam ist, das Kind nicht unter- oder nicht überfordert wird, dass man genau diese Balance finden muss, dieser Zone. Nun, es gibt natürlich nicht nur Spiel mit Objekten, Erkunden und Raumspiel, sondern es gibt auch das Bewegungsspiel. Das Bewegungsspiel
Das ist etwas, was Sie eben auch gesehen haben oder wir gesehen haben in diesem Video der Lerngelegenheiten. Bewegungsspiel so mit dem Maximum etwa zwischen 4 und 6 Jahren. Dann bei den Jungs vor allem etwas später mit einem Maximum bei 8 bis 10 Jahren das Kämpfen und das Raufen. Das zeigt einen deutlichen Geschlechtsunterschied. Jungen machen das viel mehr als Mädchen. Und auch Bewegungsspiele sind wichtige Elemente der kindlichen Entwicklung. Besonders Kämpfen und Raufen ist eine Form der sozialen Interaktion, wo das Kind lernt, Emotionen zu regulieren, soziale Interaktionen einzugehen, Distanz und Nähe zu monitorisieren. Also auch das Kämpfen und Raufen haben wichtige Funktionen. Dann zum Symbolspiel. Es gibt auch symbolische Elemente des Spiels mit der Königsdisziplin des Rollenspiels. Da komme ich nachher dazu. Aber wenn die Kinder ganz klein sind, dann spielen sie vor allem symbolisch. Sie brauchen Gegenstände symbolisch. Sie brauchen ein Telefon. Sie brauchen aber vielleicht mal auch eine Banane als Telefon oder ein Auto als Telefon. Sie benutzen Gegenstände, die es gibt, wie eine Bürste, wie der Gegenstand eben gebraucht wird. Sie brauchen diesen Gegenstand funktional oder funktionell. Und sie spielen repräsentativ. Repräsentativ bedeutet, dass sie bestimmte Gegenstände an Puppen oder an anderen Personen brauchen. Ich zeige Ihnen hier einige Sequenzen. Das ist klassisches funktionelles Spiel. Das machen die Kinder so zwischen 12 und 18 Monaten. Das ist immer mit 15 Monaten. Sie sehen, sie braucht die Bürste funktional. Und hier ein Beispiel einer repräsentativen Spielform. Das Kind braucht einen Gegenstand, zum Beispiel an einer Puppe oder an der Mutter. Das ist wieder eine etwas höhere Spielform, diese Form des repräsentativen Spiels. Hier noch einmal etwas repräsentatives Spiel. Es gibt symbolische Spielformen, wie eben dieses funktionelle Spiel, dieses repräsentative Spiel. Dann gibt es Sequenzen und dann eben als Königsform des Spiels das Rollenspiel. Ich zeige Ihnen hier eine Sequenz von 4-jährigen Kindern, wie sie ein Rollenspiel machen. Oder 3-jährige Kinder, wir sehen das, wie alt die sind, ein Rollenspiel machen. Und Rollenspiel ist natürlich eben nicht mehr nur ein Spiel, das sie als einzelne Personen, als einzelne Kinder machen, sondern es braucht andere Kinder dazu. Diese ersten Spielformen, die ich gezeigt habe, mit Erkunden, mit funktionalen Spielen, das sind Einzelspiele. Ein Kind beginnt so mit 3 bis 4 dann eben Rollenspiele zu machen. Und eine wichtige Voraussetzung für die Rollenspiele ist die Fähigkeit des Kindes, dass es sich in die Perspektive eines anderen Menschen, in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen kann, dass das Kind also diese sogenannte Theory of Mind hat. Erst dann ist es in der Lage, letztlich mit anderen Kindern ein Rollenspiel zu machen. Und wir schauen hier eine Sequenz auch aus den Lerngelegenheiten für Kinder bis 4 an. Tim will spazieren gehen mit Anja. Anja, so heißt seine Puppe. Genau genommen heißen alle Puppen in der Spielgruppe Anja.
Tim ist fürsorglich. Anja soll nicht frieren. Sie braucht etwas Warmes. Die rosa Strickjacke ist genau richtig. Aber Ärmel und Arme haben halt so ihre Tücken. Nils kommt dazu. Seine Anja hat etwas, eine Magen-Darm-Grippe. Deswegen muss seine Anja heute zu Hause bleiben. Hallo! Das ist meine Anja und das ist meine Anja, die kennt nicht. Krank sein, anziehen und rausgehen, das kennen Nils und Tim. Mit den Anjas können beide nachspielen, was sie selbst schon erlebt haben. Wie aufmerksam und zugewandt die beiden Buben sind. Ich war im Rollenspiel verarbeiten und verinnerlichen Kinder, was sie erlebt haben. Das ist sehr wertvoll. Also wie gesagt, das ist eben die Königsdisziplin, das Rollenspiel. Und die Frage stellt sich natürlich, ja, spielen alle Kinder Rollenspiele? Ja, es machen alle Kinder Rollenspiele, aber das wissen Sie, diejenigen, die mit Kindern arbeiten oder vielleicht auch mehrere Kinder haben. Irgendwie spielen nicht alle gleich Rollenspiele. Auch die Intensität der Rollenspiele ist unterschiedlich. Knaben machen vielleicht etwas weniger Rollenspiele als Mädchen. Das ist im Übrigen nicht korrekt. Das ist widerlegt. Es gibt keine Geschlechtsunterschiede im Rollenspiel. Haben Sie jetzt hier gesehen auch. Aber es gibt eine große Variabilität in der Qualität letztlich des Spieles. Und wie wird diese Qualität eigentlich definiert, des Spieles? Im englischen Sprachraum gibt es das Wort und den Begriff Playfulness von Anne Barnett, 1991 geprägt. Das heißt, das ist die Verspieltheit eines Kindes. Vielleicht auch der Spieldrang, die Spielbereitschaft eben. Frau Barnett hat das als eigentliche Persönlichkeitseigenschaft beurteilt. Also diejenigen Kinder, die eben einen höheren Spieldrang haben, kreativere Rollenspiele spielen, sich eher auf ein Spiel einlassen. Nun, es gibt diese drei Elemente der Playfulness: die Spontanität, sich einzulassen auf Bewegungsspiele, motorische Spontanität haben, aber auch kognitive Spontanität, Ideen, Ziele eines Spiels zu verändern und an den Umgebungsbedingungen anzupassen. Oder dann auch soziale Spontanität. Mit dem einen Kind eine Interaktion beginnen und das andere kommt dazu und da weitermachen. Ein anderer wichtiges Kriterium für die Playfulness ist der Ausdruck von Enthusiasmus, Freude am Spielen. Und das dritte, Sinn für Humor haben. Und jetzt mögen Sie sagen, genau, das haben einfach nicht alle Kinder gleich. Die einen Kinder haben das mehr und die anderen haben das weniger. Nun, was braucht es? Welche Grundbedingungen gibt es, dass das Kind überhaupt spielt, dass das Kind überhaupt Playfulness zeigen kann? Natürlich, es braucht Sicherheit und Vertrautheit. Wenn die Kinder nicht sicher sind, dann spielen sie nicht. Wir sehen das sehr oft in den Kliniken, wir sehen das am Spital, auch am KISPI, dass die Kinder, wenn sie eben Angst haben, wenn sie nicht sicher sind, dass sie dann eben nicht spielen. Wir haben aus diesem Grund am Kinderspital Zürich auch eine sogenannte stationäre Heilpädagogik als Angebot. Das heißt, die Heilpädagogin geht zu den Kindern, die längere Zeit am KISPI sind, versucht sie zu unterstützen,
versucht ihnen Gelegenheiten zu geben, dass sie spielen können. Dann ist Spiel eben immer auch sozial und soziale Beziehung braucht es, dass Kinder letztlich auch Playfulness zeigen können. Es braucht natürlich Raum, genügend Raum und genügend Zeit. Und letztlich braucht es schon auch Anregung. Und ich komme dann nachher ja dazu, was ist dann unsere Aufgabe als Eltern, als Fachpersonen, wie sollen wir das Spiel begleiten. Aber zuerst noch einmal etwas zur Variabilität der Playfulness. Das ist aus dieser Arbeit, aus einer anderen Arbeit, aus dem Projekt Playful, das Frau Wustmann gemacht hat. Und Sie sehen hier, unten hat man diese Playfulness geratet. Man hat die Playfulness auch erfragt von einem Kind. Und Sie sehen, da gibt es Kinder, die sind wenig spielbereit. Die haben einen Wert von 3. Und es gibt andere Kinder, die haben einen Wert von 4,5. Also es gibt wirklich spielbereitere Kinder als andere. Das ist so. Wir im klinischen Alltag sehen natürlich vor allem die Kinder mit Entwicklungsrückständen, die etwas weniger spielbereit sind, die etwas weniger Spieldrang haben, die auch qualitativ etwas monotoner spielen. Nun, die Frage stellt sich natürlich, welche Faktoren bestimmen die Playfulness? Wie entsteht diese Variabilität? Und da kann man heute sagen, dass das Kind gewisse Voraussetzungen mitnimmt, nämlich die Fähigkeiten zur Emotionsregulation. Kinder, die etwas fortgeschritten sind in den Fähigkeiten der Emotionsregulation, die spielen more playful. Kinder, die Kommunikationsfähigkeiten haben. Kinder, die starke Verhaltensweisen, starke Verhaltensdispositionen haben. Starke Kinder, eben vielleicht weniger die schüchternen Kinder, die das etwas weniger zeigen. Dann Kinder, die eben flexibel sind, die nicht rigide sind, die ein fortgeschrittenes Selbstkonzept haben und selbstverständlich Kinder, die auch motorisch einen Entwicklungsstand erreichen, wo sie Playfulness zeigen können. Keine Rolle spielt Alter und Geschlecht. Die Knaben, die können ebenso playful sein wie die Mädchen. Auch die Intelligenz oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ist nicht korreliert, steht nicht in Beziehung mit der Playfulness. Also Kinder können Spontanität zeigen, können motorische Spontanität zeigen, können Humor zeigen, können Enthusiasmus haben, ohne dass sie wirklich eine Fähigkeit haben, die Perspektive der anderen einzunehmen. Wir können da ja nur beschränkt etwas unmittelbar beeinflussen bei diesen kindlichen Faktoren. Die Frage stellt sich natürlich, ja, welche Umfeldfaktoren beeinflussen diese Spielbereitschaft der Kinder? Und es ist innerhalb der Familie natürlich die Art und Weise, wie Eltern erziehen. Erziehen mit Nähe, mit Wärme, mit einem Rahmen. Wir nennen das autoritativen Erziehungsstil. Wenn Eltern feinfühlig sind, wenn Eltern responsiv sind, also auf die Bedürfnisse der Kinder lesen können, prompt auf diese Bedürfnisse eingehen und adäquat darauf reagieren. Und dann eben auch diese elterliche Playfulness, das ist ein interessantes Element, da zeige ich Ihnen nachher noch ein Forschungsergebnis, sind diejenigen Kinder spielbereiter, spielfreudiger, die auch spielfreudige Eltern haben. Das ist eine interessante Frage. Das sind die familiären Faktoren, die diese Spielbereitschaft prägen. Außerfamilial, und das ist wichtig für die Fachpersonen, die Bezugspersonen, die Erziehungspersonen, zum Beispiel in den Kitas, in den Schulen, emotionale Verfügbarkeit und Responsivität der Bezugspersonen. Responsivität heißt, wenn man sieht, dass das Kind etwas braucht, dass man da eben auch eingeht darauf. Ich zeige Ihnen das nachher noch in einem Beispiel. Und dann auch ein inklusives Setting, das stärkt und verstärkt die Playfulness der Kinder. Keine Rolle, das ist interessant, die Geschwisteranzahl und der Geschwisterrang.
der elterlichen Bildung stammt. Das ist ein, finde ich, positiver Befund, dass man nicht unbedingt sagen kann, diejenigen Eltern, die höhere Bildung sind, aus höheren Bildungsschichten, dass diese Kinder mehr oder besser oder anders, qualitativ anders, besser spielen. Dann auch Alter von Mutter und Vater. Aber wie ist es jetzt nochmals mit dieser elterlichen Playfulness? Also die Spontanität, Enthusiasmus, den wir haben als Eltern mit dem Kind. Und das ist ein bisschen ein kompliziertes Dia, aber ich zeige Ihnen das. Ich habe das aus einer Arbeit, die Corinna Wussmann kürzlich publiziert hat. Sie sehen die elterliche Playfulness. Sie sehen die hier. Und es ist tatsächlich so, hier steht eine 33 und ein Stern, das heißt die elterliche Playfulness, die beeinflusst die kindliche Playfulness. Also diejenigen Eltern, die humorvoller sind, spontaner sind, die haben auch eher humorvollere und spontanere Kinder im Spiel. Die Frage ist natürlich, wie entsteht das? Wie entsteht dieser Mechanismus? Wie entsteht dieser Effekt? Und die Frage stellt sich, ja, ist das etwas, was die Eltern steuern können? Oder? Also Eltern als Beispiel, die eine hohe elterliche Playfulness haben, die sind eher Spielleiter. Es gibt weniger Eltern, die elterliche Playfulness haben und sich nicht beteiligen am Spiel oder einfach nur eine spielunterstützende Einstellung haben. Das ist interessant. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Spielleiterrolle einnimmt, sozusagen dirigiert, dann beeinflusst man hier 0,9, das ist nicht fett gedruckt, dann beeinflusst man die Spielbereitschaft des Kindes nicht. Beeinflusst wird sie durch die spielunterstützende Einstellung, hier 31. Oder hier oben auch etwas, keine Beteiligung am Spiel. Das ist interessant. Also die aktive Rolle, die trägt nicht zur Playfulness bei. Es ist eben die passive oder die spielunterstützende Rolle. Und jetzt nochmals zur elterlichen Playfulness. Warum ist dann, wenn die elterliche Playfulness vor allem mit der Spielleiterrolle assoziiert ist, warum und die aber keinen Effekt auf die Playfulness hat, warum gibt es trotzdem diesen Effekt hier unten? Und wir gehen heute davon aus, dass das natürlich etwas zu tun hat mit Genetik, mit familiärer Veranlagung, dass eben Eltern, die spontaner, humorvoller sind, dass die natürlich eher auch spontanere, humorvollere Kinder haben. Nun, was heißt das für uns, wenn wir jetzt diese beeinflussenden Faktoren in Bezug auf die Spielqualität, auf den Spieldrang der Kinder anschauen? Eine anregende Spiel- und Lernumgebung fördert die Playfulness. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das kann man gut zeigen. Die spielbegleitende Einstellung, die fördert die Playfulness, weniger als die schulorientierte Einstellung. Und eine direktive Einstellung, Spielbegleitung, im Vergleich zur eben unbegleiteten, unbeteiligten Spielbegleitung, die vermindert eher die Playfulness. Also Direktion, Direktives, das vermindert eher die Spielbegleitung. Nun, ich möchte nochmals versuchen, etwas das einzuordnen, welche Rollen haben wir dann als Erwachsenen? Welche Rollen können wir einnehmen letztlich? Sie sehen das hier auf diesem Dia. Es gibt Rollen, wo wir aktiv am Spielprozess etwas machen oder da sind, oder Rollen, wo es keinen Bezug zum Spielprozess gibt. Wenn man proaktiv etwas bestimmt macht, dann ist man ein Mitspieler im Spiel des Kindes. Oder man ist der Leiter, man dirigiert, man ist eben der Spielleiter sozusagen. Wenn man zwar aktiv ist, aber nur reagiert, je nachdem, was das Kind macht, dann ist man ein Begleiter oder sozusagen wie ein Bühnenmeister. Oder man ist passiv, schaut einfach zu. Es gibt aber auch Rollen, die wir Erwachsenen haben, die keinen Bezug zum Spielprozess des Kindes haben.
zum Beispiel proaktiv bedeutet, wir leiten dieses Spiel um. Das Kind macht etwas jetzt und wir versuchen, das Spiel in eine andere Richtung zu leiten. Das ist eine proaktive Spielbegleitung, die aber nichts mit dem aktuellen Spiel des Kindes zu tun hat. Dann gibt es reaktiv, das ist sozusagen der Umgebungsmanager, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Der schaut einfach irgendwie, dass genügend Luft im Raum ist oder dass nicht Spielsachen herumliegen für die kleineren Kinder, die sie zum Beispiel verschlucken können und so weiter. Also das wäre sozusagen der Manager, hat aber eigentlich nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun, was das Kind macht. Und dann als drittes, passiv und kein Bezug zum Spielprozess, das ist einfach totale unbeteiligte Teilnahme. Nicht mal als Zuschauer, sondern das Kind spielt irgendetwas und man kocht zum Beispiel. Wenn ich sage, das Kind spielt etwas und man kocht, heißt das, ja, wir nehmen alle gelegentlich diese unbeteiligte Rolle ein. Und diese unbeteiligte Rolle ist entsprechend nicht verwerflich, sondern es gibt Situationen, wo das Kind spielt und wir sind nicht dabei, zwar im Raum. Ich möchte damit sagen, dass alle diese Rollen wir immer wieder einnehmen. Wir sind manchmal das und manchmal das. Aber die Wissenschaft zeigt, dass es doch gewisse Rollenpräferenzen gibt, dass wir als Erwachsene vielleicht mehr neigen, ein Spielleiter zu sein, oder andere, die sind vielleicht eher Zuschauer, die lassen die Kinder spielen. Und es ist tatsächlich so, wenn man große Studien anschaut, dann sind wir als Erwachsene haben eine Tendenz, Begleiter und Bühnenmeister zu sein oder Zuschauer zu sein. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Rollenverhalten von uns, wenn man große Gruppen von erwachsenen Bezugspersonen anschaut. Die Frage stellt sich, was ist dann richtig? Und ich kann Ihnen sagen, weil wir immer wieder diese unterschiedlichen Rollen einnehmen, Rollenverhalten einnehmen, kann man wahrscheinlich nicht sagen, welche Form wirklich die richtige ist. Es sind unterschiedliche Formen von Rollenverhalten, die wir in unterschiedlichen Situationen einnehmen. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von einer Bühnenmeisterin, auch wieder aus den Lerngelegenheiten. Malou hat ein Problem. Wie kommt denn der blaue Anhänger an das rote Auto? Sicher ist das rote Zwischenstück des Rätsels Lösung. Nur wie kommt das Teil ins Loch? Die Mutter kommt nicht sofort. Malou probiert es nochmal anders, aber die Sache hält nicht. Noch immer ist die Mutter in ein Gespräch vertieft. Ein nächster Versuch. Verflixt, wieder hakt es nicht richtig ein. Die Sache ist knifflig, aber Malou bleibt bei der Sache. So schnell gibt sie sich nicht geschlagen. Jetzt kommt die Mutter, im rechten Moment. Zuerst muss man es gerade stellen, dann muss man es gerade drehen.
Ja, genau. Ganz, ja. Sie hilft dreifach. Sie erklärt, sie bleibt ruhig und sie ermutigt ihre Tochter. Das genügt. So kommt Malou von allein weiter. Ja, genau. Probieren wir mal, ob das Heft da geht. Jetzt geht's. Nun hält die Sache. Los geht es mit dem Transport. Aber wohin nur mit der langen Schaufel? Geht es so oder doch so besser? Malou nimmt die Schaufel selber in die Hand und tatsächlich, sie packt es. Geschafft. Oft reichen kurze Erklärungen als Hilfe zur Selbsthilfe. Dann haben Kinder das Gefühl, es fast von alleine geschafft zu haben. Das macht sie sicher und zuversichtlich. Also das war doch die beste Werbung für eben diese Spielunterstützung, diese Bühnenmeisterin, die Mutter hier ist, das Kind unterstützt. Das wäre doch die Form, die beste ist. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt auch gute Formen, wenn man die Spielleitung übernimmt. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Papa, Carla und die große Schwester am Tisch. Da wird nicht nur gegessen und getrunken, da wird auch gelacht und gespielt. Ganz handfest. Kennst du das? Mit der Fingerli, mit der flachen, flachen Hand. Mit der Füßli, mit der Ellenbogen, Flatsch. Was soll man machen? Mit der Fingerli. Man sieht es. Allen macht das Spaß. Das Klatschen, Patschen und Sprechen. Carla ist begeistert. Sie kann gar nicht genug bekommen vom lustigen Sprechgesang. Noch einmal. Klatsch. Ja, so. Hört's nochmal. Mit der Fingerli, mit der flachen, flachen Hand. Mit der Füßli, mit der Ellenbogen. Klatsch! Ui, das ist laut. Hä? Nochmal. Ihr Papa versteht sie und reagiert auf ihre Zeichen. Aber nicht nur das. Er fasst Carlas Wunsch in Worte und setzt ihn auch gleich um. Mit der Füßli, mit der Fingerli, mit der Fingerli, mit der flache, flache Hand. Mit der Füßli, mit der Füßli, mit der Ellenbogen. Klatsch! Auch die große Schwester hat Ideen. Mal lauter, mal leiser ertönt der lustige Vers. Wieder und wieder. Immer lauter werden. Mit der Fingerli, mit der Fingerli, mit der flache, flache Hand. Carla kennt den Rhythmus und die Bewegungen des Liedes schon bald. So kann auch sie mitmachen beim Liederplausch. Und das ganz ohne Worte. Bravo! Jetzt haben wir die Asse. Kinder lieben Verse, Lieder und Bewegungsspiele. Von Anfang an. Was sich wiederholt und gleich bleibt, lädt zum Mitmachen und Mitsingen ein. Wie lustvoll ist doch dieser Zugang zur Sprache. Sie sehen, Spielbegleitung muss nicht etwas Negatives sein, auch aktive Spielbegleitung. Und Sie haben das wunderschön gesehen bei diesem Vater, was es braucht, wenn man aktiv begleitet. Man braucht Feinfühligkeit, die Signale des Kindes zu sehen, zu erkennen, spontan, angemessen, prompt darauf zu reagieren. Und dann ist auch ein Stück weit direktives Spiel durchaus okay.
Mit anderen Worten, welche Spielbegleitung die beste ist, das hängt von der Situation, den Eltern und dem Kind ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte vor allem Corinna Wussmann danken, dass sie mir einige Dias gegeben hat. Auch Patricia Lannen, die beiden vom MMI und von der PH, die machen dieses Projekt Playful. Und ich hoffe, dass wir dann auch mal wirklich nochmals etwas sehen, wie die Datenlage ist. Das ist ein großes Projekt mit 600 Kindern, die sie gemacht haben. Wir haben unsere Tagung der Entwicklungspädiatrie im Sommer, im August, am 25. August im Careum, wo wir über das Spiel sprechen. Und Corinna Wussmann und Patricia Lannen werden da auch etwas zeigen aus diesem Projekt. Also vielen Dank den beiden und jetzt bin ich eigentlich bereit für die eine oder andere Frage. Vielen Dank.